Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Brawlhalla, ja. Wir spielen heute mal, wie er schon sagt, Brawlhalla. Wer hätte es gedacht, hey. Das erste Mal mit dem neuen Intro. Musik wird auch abgeändert, also nicht wundern. Ja, ich würde sagen, eine Runde geht er gegen jeden, ne? Ey, da spielen wir meine, also mit der gleich am besten kämpfen bis jetzt. Und wir sind hier wieder ganz links, hey. Ja, die letzte Folge, die kurz kam, die war ja auf dem Handy. Und ja. Ich hoffe, das gefällt euch auch. Ja. Also ich habe jetzt noch ein bisschen musikalische Unterstützung hier. Nein. Ah, verdammt, jetzt das erste. Meins. Komm her. Oi. Hat sie mich einfach weggeboostet. Ich glaube, es hat wohl. Komm, diese Runde müssen wir mal gewinnen hier, nachdem der kläglich gescheiter sind in den letzten. Na komm. Und ich wollte halt einfach für den Algorithmus halt noch ein paar Folgen bringen. Oder zumindest irgendwas. Verdammt, dann warum schießt sie in die falsche Richtung? Geht doch. Aua. Ja, wir werden wahrscheinlich zwei Runden spielen oder so. Einmal hier alle versus alle und einmal Team. Wobei man bei Team halt kaum erkennt, wer ist. Na komm her, du. Nein, aus. Ey. Ich glaube, es hackt. Ja, ne? Sieht doch ganz gut aus für uns. Ja, schubst du uns einfach weg. Ich glaube, Takt. Okay, die werden klüger. Alter, das ist doch nicht wahr hier. Komm jetzt her. Die holen uns hier noch weg. Oh. 3, 2, 1. Oh, ich hab noch einen Kill gemacht. Easy win. GG, Alter. Yay. Ist doch wunderschön. So, spielen wir noch eine Runde 2 vs. 2. Natürlich auch mit unserer. Nee, nicht mit Hattori, sondern auch mit Ada. Aber andere Farbe. Wie wär's denn mit. Oh, das Blau finde ich schon. Ja. Wunderschönes Deathmatch. Also ihr fragt, was das ja eigentlich immer ist, wenn man auf Spielen drückt. Das ist, sag ich mal, so eine Vorlobby, die dafür sorgt, dass. Oh, die sind schwarz, das heißt, die haben Champions vor Level über 25. Und mein Teammate leftet einfach. Alles muss man hier alleine machen. Gut, der eine jumpt einfach ins sein ewiges Verderben. Auch gut. Nö.
Nö. Okay, der kann mich einfach aus der Luft ziehen. Das ist natürlich nicht so schön. Komm her. Alter, Alter. Easy. Einen haben wir. Ja, komm her, du komischer Stier. Jetzt ist aber da. Ja, wunderbar. So soll es sein. Und er hat auch das Spiel verlassen. Das heißt, Bot gegen den Bot und Spieler gegen den Bot. Einen Bot erkennt man halt meistens daran, dass sie immer wieder die gleichen Angriffe ausführen. Wenn man sie wegsteuert, kommt sie halt wieder auf einen zu. Au. Bye, have a great time. Applaus. Ja. Streuzeit. Und ja, das war eigentlich ein ganz kleines Video von Brawlhalla mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut und ciao, euer RightGamer.